Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Anders. Ihr fragt euch bestimmt, was wollen wir heute machen? Was wollen wir mit Bienenwachs, einer Schere und Babykleidung machen, beziehungsweise alte Stoffe? Gute Frage. Doch ich werde es euch verraten. Wir wollten nicht nur Bienenwachskerzen machen, sondern auch Bienenwachstücher. Jetzt fragt ihr euch, fast, was sind denn Bienenwachstücher? Ich sag's euch, das sind Bienenwachstücher. Jetzt fragt ihr euch vermutlich, für was sind Bienenwachstücher nützlich? Das verrate ich euch. Und zwar kann man damit zum Beispiel das Tuch wird sich etwas länger halten, also vielleicht auch lebenslang. Und man kann damit Lebensmittel verpacken. Was aber die Ausnahmen sind, sind rohes Fleisch. Das darf man dann da drin nicht verpacken. Aber sowas wie eine Wurst, eine offene Wurst zum Beispiel, machen wir es auch hauptsächlich für Gelbwurst, was ich und Paul immer essen. Und dann ist die immer offen und dann brauchen wir irgendwas zum Zumachen. Und normaler Stoff wird jetzt vielleicht da nicht so gut passen. Und Bienenwachsstoff hält sich auch sehr lange, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und kann auch wirklich als Pausenbox-Tuch verwendet werden. Für alles Mögliche. Und bei Zwiebeln müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da nehmt ihr vielleicht euch ein Tuch, das ihr dann nur für die Zwiebeln hernimmt. Weil die Zwiebeln könnten dann einen Geruch weiterleiten an den anderen Lebensmittel, was ihr da drin verpackt. Ja, eins wollte ich euch aber noch sagen. Und zwar haben uns die Nachbarn, haben mir was zum Geburtstag geschenkt. Und zwar so ein echt süßes Buch. Da steht drauf, ich kann es kaum erwarten zum Beach zu gehen, zum Beispiel, sozusagen. Und ich habe das jetzt schon beschriftet mit die Reisen von Anders. Und hier auch unser Logo. Und da drin werden wir ab jetzt die schönsten Erlebnisse, die wir haben, einfach reinschreiben. Da hinten sind auch unsere Karten und Aufkleber. Und hier, das habe ich noch gar nicht gesehen, gibt es sogar einen Einmerker. Tja. Diesen Stift haben wir aus Italien. Der ist jetzt auch ein Mitglied von uns. Und ja. Was rede ich da eigentlich für eine Scheiße? Egal. Fangen wir an. Ihr müsst als erst alte Stoffe nehmen und schauen, wie ihr die schneiden wollt. Wir haben echt schöne Stoffe, zum Beispiel, ich denke mal, das war von mir das Kleid. Der Paul wird vielleicht sowas nicht mehr anziehen. Und zwar, ist auch richtig schön, so hellblau. So. Ein Kleid.
Ich muss kurz schauen, ob ihr das seht, weil manchmal... Doch, das sieht man. Gut. Bin ich beruhigt. Hier. Bienenwachstücher. Können wir einfach wegtun. So. Uns erstmal um die Kleidung kümmern. Also, wir haben hier diesen Stoff. Ein echt schönes Kleid. Dann war das vielleicht mal ein Badeanzug von mir. Boah, da habe ich es bauchfrei getragen. Nicht was. Das ist auch von mir. Das hier ist auch von mir. Das hier ist, glaube ich, von meinem großen Bruder, also nicht von Paul. Oder vielleicht auch von Paul, weiß ich jetzt nicht. Das wäre halt auch schön so. So ein. Keine Ahnung. Das ist echt schön hier. Dann haben wir noch das hier rausgewischt, rausgefischt. Und wir haben noch so ein Tuch. Da war jetzt unsere Überlegung, ob wir das vielleicht in der Mitte oder in vier Teile schneiden oder ob wir das doch ganz lassen. Was ihr aber als allererstes machen müsst, euch eine Schere zu besorgen. Zweites. Ich würde sagen, wir fangen mit dem an. Ihr müsst die Naht auf jeden Fall durchschneiden. Zum Beispiel auch hier sieht man so eine Naht. Die wäre, glaube ich, nicht so schön, wenn es halt dann nur beim Tuch nur auf einer Seite ist und sonst nirgendwo. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich schneide jetzt als erst das hier weg. Ich mach mal an. Merkt man, dass der Stoff schon recht alt ist, wenn er sich schneiden lässt. Okay. Sag mal, weißt du schon, was er da drauf schneiden, oder? Nö. Aber hier vielleicht, dieses Quadrat wäre halt echt schön. Und da ist noch einmal eins. Mehr ziehen, das ist hier aber ein bisschen spannend. Okay, jetzt müssten wir halt das hier noch wegschneiden. Nee. Soll ich da wieder? Ja, ein bisschen auf, genau, so. Da ist noch ein Ärmel. Locker. Mhm. Gehen wir so rüber, oder? Das ist Mami, Polly. Das weiß ich nicht. Nee. Paul, das weiß ich nicht mehr. Oder? Was dann? Das kleine Polly. Das ist Baby. Meins? Ja. Nein, ich habe nur Röckchen angehabt. Okay, jetzt haben wir schon ein paar geschnitten. Jetzt kann ich probieren, ob ich das hier hinkriege. Nein, doch. Paul, hey. Nein, Paul, ich mache jetzt Zeitraffer an. Thank you.
ich habe jetzt das erste Teil geschnitten. Das müssen wir auch noch ganz fein schneiden. Aber jetzt kommt das zweite Teil. Was ich auch mache. Paul! Ich reiß das auch ein bisschen. Paul, nein! Au, au, mein Finger, au. Oh Gott, das dauert wieder eine Stunde. Ich habe mir gerade ein Bleistift, ein Lineal und eine Fingernagelschere. Nein, Papa, das ist sogar eine Schere zum Nähen. Das ist ja aus unserem Nähkasten. Ich habe nie gedacht, dass Fingernagelschere ist. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Und damit kann man, also mit dem Bleistift kann man einfach eine schöne Linie schneiden. Mit der Schere müsstet ihr aber genau auf der Linie schneiden, denn danach, wenn wir das machen, ja, wenn wir da drauf Bienenwachs drauf machen sollten, dann sollte da kein Blei draufstehen. Das ist erstens nicht schön und zweitens ist es vielleicht auch nicht gut. Oh. Vielleicht können wir auch erst heute Abend anfangen, nach dem Essen, wenn ich erstmal fertig bin. Ja. Schnips. Ja. Schnips. Schnapp. Schnips. Nee. Schnips. Schnack. Schnuck.
Schnips. Schnips. Aber wir haben hier schon so ein großes von den Walen. Deswegen will ich das jetzt zerteilen, Mowgli. Papa, würde es Sinn machen, wenn es nur so groß wäre, sozusagen? Auch so viele Sachen, natürlich. Okay. Wir brauchen nicht überall Riesenlappen. Es geht manchmal wirklich nur darum, den Anschnitt der Wurst zuzudecken. Ja? Ja. Wir kaufen ja keinen Aufschnitt mehr. Dann bräuchte ich was ein Größeres. So. Käse. Ein paar Größere hast du aber auch gelassen. Ja. Für den Größeren, für Käse macht es durchaus Sinn. Ja? Aber wenn die Wurst eh hinten drin noch in der Plastikfolie sitzt. Zum Beispiel so oder... So, oder ich mache auch noch ein großes, ich lasse auch das hier noch zusammen. Dann könnten wir die Käse auch noch. Also, wenn ihr es aber teilen wollt, habe ich mir jetzt hier eine Büroklammer genommen, hier unten dran gesteckt. Und jetzt einfach mit einer Schere da an der Kante durchgeschnitten. Das Gute daran ist, dass ich das nicht so besonders schön machen muss, weil wir halt anders sind. Da. Ich hier voll konzentriert, nicht mal in der Kamera. Ja. Paul? So. Jetzt macht ihr die Büroklammer weg. Und jetzt habt ihr zwei schöne Tücher. Ja, kann ich eigentlich gebrauchen. Unser Metzger macht immer so eine große Dingsterbumster für den Käse, also eine Verpackung. Deswegen, wir haben dann noch zwei zum Schönschneiden, werden wir das hier aber einfach nur hier durchschneiden. Weil das würde ungefähr der Größe entsprechen. Das heißt, nehmt euch auch ein paar Hilfsmittel. Und das wird dann immer ganz schön. Zeitraffer! Ich bin fertig. Oh. Nein, jetzt schmelzen wir das Bienenwachs. Was ihr dabei wissen müsst, es gibt zwei Optionen, wie man das machen kann. Erstens, man legt einen Stoff. Warte. So. Man legt ein Stoff auf dem... Paul, lass das. Paul. Man legt einen Stoff auf ein Brett bzw. Blech mit Backpapier darunter. Paul! Dann macht man dieses Wachs in Stücke und legt es da drauf. Dann lässt man das im Ofen...
Ich glaube, ich weiß gerade die Grad nicht mehr. Das müsst ihr kurz selber anschauen. Aber wir machen das nicht so. Wir machen das anders. Einmal den Paul erledigt. Paul? Paul? Seht ihr mal, wie frech die sind? Alle sagen, Paul ist voll süß, Paul ist voll nett. Aber er ist das Gegenteil davon. Paul, bitte. Ja. Und die zweite Variante, die wir wählen, ist ihr... Nehmt Bienenwachs und lasst es in ein Wasserbad schmelzen. Ich hoffe, ihr wisst, wie ein Wasserbad geht. Dann nehmt ihr ein Tuch und das Wachs, das ihr geschmolzen habt. Ihr nehmt dann auch einen Pinsel, vielleicht einen etwas größeren. Paul, jetzt reicht's wirklich. Also, darunter erstmal Backpapier, habe ich vergessen. Dann legt ihr das Tuch drauf, nehmt das Wachs und streicht es hier so rüber. Warte. So. Ah. So. Streicht ihr das dann so rüber. Alles. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass es ein bisschen gleichmäßiger ist. Vielleicht mit diesem Pinsel jetzt eher nicht so gut gedacht. Und dann legt man da drauf nochmal eine Backpapierscheibe und bügelt es. Wir werden als erstes, weil Papa hat Angst, dass dann das Bügeleisen kaputt geht oder so, Alufolie dazwischen legen. Weil das Bügeln hat den Grund, dass es dann auf beiden Seiten gestrichen ist sozusagen und es dann noch überall verteilt wird. Und ja, wir schmelzen jetzt Bienenwachs. So, wir werden jetzt erstmal zwei Platten schmelzen. Und ja, warte, erstmal schalte ich an. Das ist... Noch voller Bienenwachs. So, vielleicht mal auf 4 erstmal. Schauen wir erstmal, ist es die richtige Platte? Ja, das ist die richtige Platte. Wisst ihr, ich habe immer Angst, dass irgendwie das nicht die richtige Platte ist oder so. Bienenwachs schmilzt nicht so schnell wie normales Wachs. Dafür lassen sich die Bienenwachstücher mit der Handwärme gut formen, was ich irgendwie nicht kapiere. Warum schmelzt das Bienenwachs langsamer als normale Kerzen, obwohl man Kerzen nicht mit Handwärme schmelzen kann, sondern nur Bienenwachstücher? Egal. Das ist wirklich die richtige Platte. Wo ist schon rein? So einen dicken Pinsel genommen. In der Mitte. Okay, hier einfach reintunken. Und okay.
Okay, erste Tuch fertig. So. Jetzt. Okay, dann lege ich das Tuch jetzt dahin. Und das nächste Tuch. Nein, was habe ich gemacht? Nein, nein, nein. Gut. Nein! Ah, gut. Oh. Man kann nicht zu viel, man kann aber auch nicht zu wenig nehmen. Das ist das Gute dabei. Und ihr müsst schnell sein, denn dieses Bienenwachs, das trocknet sehr schnell. Vor allem, wenn man das nur auf so ein Tuch macht. So. Können wir das auch abnehmen? Das zweite Blatt liegt auch drauf. Darf ich das dann aufeinander stapeln? Ja. Gerade war die Batterie leer. Mikrofon, alles ist wieder eingesteckt. Ja. Also ich glaube, dass wir tendenziell zu viel drauf haben, wenn ihr das erste Tool noch anschaut. Da sind wir noch wirklich viel drauf. Ja. Ah, da. Gesehen, ne? Mhm. Das war das? Und zu viel Wachs drauf. Ja. Du musst bitte immer schauen, wenn die Dinge kalt sind, gleich wieder wegnehmen und irgendwo stapeln. Mhm. Dass ich wieder neu abladen. Und Russland. Russland ist gerade ganz hoch im Kurs, ja. Da gibt's, da hat man mir gezeigt, dass er mit Pepper Woods was anschaut. Und da gab es halt so ein Länder weltweit sozusagen. Ah. Vielleicht auch deswegen. Die sind auch nicht mehr Ellen, auch nicht so gut geworden. Ja. Das ist zu viel, ja, zu wenig. Hm. Aber die haben gesagt, zu viel sind sie, oder? Ja. Das will ich auch nicht. Okay. Gut, das brauchen wir nicht mehr, oder? Müssen wir nochmal
Nö. Müssen wir sie noch extra bügeln, aber ich glaube, das sind sie erstmal so. Nein. Die kann ja man zwischendrin auch nochmal bügeln, haben die gesagt. Ja, also wenn es halt brüchelig wird. Brüchelig? Eins. Zwei. Das Bügeleisen ist immer noch heiß, gell? Ja. Immer noch an. Drei. Das kann man wirklich richtig schön mit der Handwärme verbiegen. Einzige, was nicht so schön ist, es gibt immer eine schöne Seite und es gibt eine hässliche Seite. Okay. Schön, hässlich. Der Wurst ja. Wir machen einfach die hässliche Seite auf der drauf. Boah, das fühlt sich aber auch irgendwie stabil an, auch wenn so viel drauf ist. Gleich, Paul. Wenn er jetzt kalt ist, kannst du die Gelbwurst drin einpacken. Ist schon alles kühl? Ja. Ja, ich filme. Also das ist doch kühl, oder? Die Alufolie zum Beispiel, ich habe da eine Frischhaltefolie. Das sieht schön aus. Jetzt musst du es quasi vermutlich einfach drumherum picken, oder? Ja. Zack. Durch anderen. Zumachen. Ja, das ist dann nur ins Brennholz gefallen. Ich war gleich, Paul. So, kann man das dann mit der Handwärme machen? Cool. Du kannst vermutlich besser als ich. Nur um die Wärme. Ne? Ja. Am Wiegen geht es nur um die Wärme. Schau mal, Paul, wir haben eine neue Verpackung. Für die Gelbwurst. Finde ich cool. Kommt jetzt in den Kühlschrank. Ne? Ich kaufe jetzt die Wurst, kann alles probieren. Bitte. Bitte, Mehl. Okay. Das habe ich jetzt. Ja. Du machst das mit Paul. Ja. Ich koche. Das war's mit diesem Video. Gerade habt ihr auch ein Beispiel Paul gesehen. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Aktiviert die Glocke und liked das Video, wenn ihr noch mehr irgendwas mit Bienenwachs machen wollt. Ich bin nicht sicher, ob wir so eine Glocke haben. Hat jeder oder muss ich immer? Nein. Das ist immer. Okay. Eine Glocke ist dafür da, dass man weiß, ja, welches, wann und wo. Benachrichtigung. Ja. Ah, dann habe ich die vermutlich gedrückt bei uns. Okay. Weil ich kriege immer eine Benachrichtigung, wenn wir das Video online stellen. Deswegen kann ich es gar nicht vergessen, dass ich es gerade online gestellt habe. Das ist sehr praktisch. Und demnächst werden wir das Video mit den Cappies machen. Keine Sorge, das kommt noch. Jetzt werden wir auch die Tüte aufräumen.